Hallo, ihr Müffelstücke. Heute ist das dritte Türchen. Und wir fangen heute mal mit ein bisschen Petersilie an, damit die ganzen Müffelstücke auch mal rauskommen, weil das machen sie dann nämlich auch. Das heißt, sie interessieren sich gleich wahrscheinlich nicht mehr für das Herzchen. Hashtag keine Werbung. Wir machen das nur, weil wir die Videos so gerne machen wollten. Wir haben heute mal das Bettchen rausgestellt. Dann kann Salt sich da nämlich direkt drunter verstecken. Ja, weil sie so schüchtern ist. Und du machst das dritte Türchen auf heute. Hör auf, den zu essen. Du hast deinen eigenen. Hör auf, den zu essen. Ha, erzähl lieber eine Geschichte. Das ist die Geschichte, wie Semmeldumm da stand und das Bettchen draußen stand. Und alle haben es dann gecheckt, dass sie rausgehen, nur Semmel nicht. Semmel checkt das öfters nicht. Ja, Semmel checkt so einiges nicht. Ja. Also ich will damit nicht andeuten, dass Semmel ein bisschen BLÖD ist, aber schlau ist er auch nicht. So, während die anderen das jetzt hier gleich alles aufgefressen haben, guck mal, sogar Poppy ist draußen. Die ist gar nicht mehr so schüchtern. Cool. Ja, guck mal da. Ist wenn das nicht... Wenn du jetzt meckerst, Freundchen. Natürlich meckert er ja. Die essen alle was, nur ich nicht. Das ist voll unfair. Ja, oder? Wie dumm sind die denn? Wo ist er denn? Der dritte. Ist ja der Hammer. Da sind die 1 und die 2 und da ist die 3. Ja, dann machen wir die 3 auf. Ich kann zählen und so. Ja, guck mal, wir haben fast Nikolaus, ey. Voll krass, Mann. Ui, ach, guck mal, da kommt er dann wieder angeschissen, wa? Willst du es direkt mal versuchen? Wieder 1 mit Kornblumen. Nein, Ringelblumen. Was denn jetzt? Mit Ringelblumen. Mit Ringelblumen. Hallo, willst du das haben, Semmel? Ja, ich will das haben. Aber nicht die tollen, frischen Kräuter, die da sind. Ich bin nämlich doof. Ja. Was sind die alle hoffnungslos? Ja, guck mal, ja, da freut euch drauf. Wir gehen nämlich jeden Samstag und jeden Mittwoch, wenn das klappt, auf den Markt. Bei uns hier um der Ecke. Und kaufen ganz viele Kräuter, kriegen ganz viele Reste. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Und eigentlich kaufen wir den ganzen Kühlschrank voll. Und ab und zu essen wir auch mal was davon. Aber nicht die Kräuter, den Salat. Wir kaufen auch Salat. Also für ja, uns. Sogar für uns. Und guck ganz viel Gemüse. Und da oben frisst Praline schön. Om, nom, 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 nom. Ja, die vergessen wir nicht. Keine Sorge. So. Was gewinnt? Das Knabberherzchen oder die frischen Kräuter? Die frischen Kräuter gewinnen immer bei sowas. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber Poppy möchte was vom Knabberherz haben. Ja. Ist ja auch nur für zwischendurch. Sollen sie nicht zu viel von fressen, sonst müssen wir bald die Geschichte vom geplatzten Meerschweinchen erzählen. Nein, Poppy hat nur eine sehr, sehr breite Hüfte. Ach so, okay, Poppy hat eine breite Hüfte. Was willst du denn jetzt? Er meckert. Semmel meckert. Weil er neidisch ist. Du könntest es einfach essen, aber wer nicht will, der hat nicht. Nee, das ist mein Finger. Poppy. Okay, na gut. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns auch schon bald wieder. Die Playlist wird immer länger. Falls ihr was verpasst, Playlist ist erstellt in der Videobeschreibung. Denkt immer dran, auf unserem Hauptkanal Die Meris ist ein neues Video rausgekommen. Das könnt ihr gucken. Das ist voll interessant. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung und zu meinem persönlichen Video auch. Viel Spaß damit. Und jetzt nehme ich Ihnen das Essen weg. Und dann gucken sie doof. Die Poppy beißt mir gleich in den Finger. Ha, 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 ha. Jetzt sind sie alle verwirrt. Und Poppy frisst. Nom, 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 nom. Ja, endlich. Nach Monaten frisst sie mal aus der Hand. Und da hinten ist voll die Wanderung. Nur Salt. Salt, da gibt's was Süßes zum Knabbern, ne? Dann nehme ich das jetzt. Schnell, Salt, da kommt Marshmallow. Oh, guck mal, die können es ja doch teilen. Dann bis dann. Und tschüss. Sag tschüss, Salt.